Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei N-Switch-On. Ich möchte euch heute mal Roguelords vorstellen. Da habe ich gerade noch auf letzter Sekunde einen Beta-Code zugeschickt bekommen für die Steam-Beta. Die geht noch bis Ende des Tages, also noch anderthalb Stunden ungefähr. Das habe ich recht spät gesehen, deswegen scheißegal. Das Spiel kommt auch für die Switch raus, ist ein Roguelike und zwar spielt ihr in diesem Fall den Teufel. Ja, ihr spielt den Teufel und ihr habt es satt, dass ihr irgendwie von der Oberwelt verbannt wurdet oder irgendwie so. Ich denke mal, die Story wird sowieso gleich erzählt werden. Es ist ein rundenbasiertes Kampfspiel, bei dem ihr bekannte Monster wie Frankenstein, Frankensteins Monster, Dracula, wahrscheinlich Werwölfe und sowas alles, steuert und unfair gegen die anderen Leute spielen könnt. Gegen die Menschen, die versuchen, euch Platz zu machen. Ihr seid ja schließlich der Teufel. Ich habe einen Trailer dazu gesehen und fand das extrem lustig und interessant irgendwie. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal rein. Play! Many moons ago, mortals rose up against me. Sag ich chased me down. Der Teufel. They were led by demon hunters. Wretched beings, incapable of seeing the beauty of a corrupted world. My creatures and demons gave everything they had in the fight. But it was not enough. I was forced to leave the world of the living. Weakened, I returned to hell to survive. For years, I consumed fresh souls to regain my power. But their numbers are fast diminishing. I cannot wait anymore. I must reclaim my rightful place. It is time to gather my forces once more. Those who signed a pact with me will do as I order. They will spread terror and corruption in my name. The time has come for my revenge. Hat der eine geile Stimme? Welcome to your fortress. Da, so tief komme ich gar nicht. From here you can launch adventures from the map of the new world. Read about your servants and a child of disciples. Follow your progress on the altar of conquest. Okay. Click on the map. Grafisch gefällt mir das Spiel schon mal sehr, also... Hat einfach einen schicken Stil irgendwie. This map depicts the new world. The demon hunters put an end to your reign in this region 10 years ago. It's here that you'll choose missions for your disciples in their quest to avenge you. The further you progress in the game, the stronger your adversaries become, and the overall difficulty of the game increases. For the moment, your adversaries are weak, so take advantage of it and hit hard. Click here to begin your first mission. So, also man hat hier praktisch die Karte, die wird jedes Mal auch neu erstellt, also nicht die Karte, das Bild hier wahrscheinlich nicht, aber der Weg, den man halt gehen kann. I was banished from the terrestrial plane by Van Helsing and his demon hunters. Since then, I have reigned over hell while awaiting the hour of my return. But things are changing. The souls of the deceased no longer descend into hell. Have humans become more virtuous? Or is there a new force conspiring to usurp my power? I recall into service my disciples, powerful beings who once made a pact with me. They can move freely in this region called the New World, where I was undone by Van Helsing. They will find him and exact my revenge upon him. So, klingt doch gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, da es ein Roguelike ist, wenn ihr sterbt, fangt ihr sowieso wieder von vorne an. Aber so weit muss es ja gar nicht kommen. Wo ich gerade den Headless Horseman hier sehe, kann ich euch mal noch einen Link zu einem netten Musikvideo von Mr. Misery in die Videobeschreibung packen. Das passt einfach perfekt. Das Lied heißt The Ballad of the Headless Horseman und ist einfach fantastisch, wenn ihr auf Metal steht. Ganz einfach.
So, ich kann mir noch irgendjemanden aussuchen. Bloody Mary, ne? Sehr schön. Los geht's. You control a group of disciples and choose one to represent the group. Okay, you navigate from zone to zone by choosing your route on the map. You have to complete the main activity in a zone before you can move on to the next. Okay, cool. So, das ist halt die Map, die dann jedes Mal neu ausgedingst wird. Man kann hier offensichtlich als Charakter relativ frei rumlaufen. Interessant. Ah. Launch. Through the renewed link with my disciples, I become aware of the situation in the new world. The demon hunters have increased their hold on the population. They are everywhere, on the roads, in the villages, patrolling and imposing a summary justice. Diese Arschlöcher. On the other hand, no one has heard of the 6 artifacts stolen from me by Van Helsing during our last confrontation. If he is using them, he does not boast of it. My attention is drawn towards a new religion. The Sanctua Lumen, as it is called, is increasing its hold on humans. My disciples decide to go to one of its sanctuaries in order to learn more. Okay, kurz zusammengefasst für diejenigen, die kein Englisch sprechen. Er ist halt ziemlich gepisst, dass die Welt immer schwieriger für ihn geworden ist, weil Van Helsing ihn halt besiegt hat. Die Demon Hunter sind überall und verteilen sich praktisch, also beschützen praktisch die Bürger immer mehr. Van Helsing hat ihm irgendwelche 6 Artefakte gestohlen und behält darüber, also spricht nicht darüber. Die scheinen offensichtlich wichtig zu sein. Außerdem gibt es eine neue Religion, die Sanctua Lumen, die immer mehr Leute in ihren Bann zieht. Und deswegen versuchen wir jetzt mal herauszufinden, was da abgeht. Aha. Klicken wir auf die Karte. Die Buchkarte zeigt die Zonen an und Wege für 2 Kapitel. Sie zeigt auch die Spezialeffekte, die bestimmte Zonen während des Gameplays beeinflussen könnten. Die erste Zone in jedem Buch ist immer der Kampf. Kampf. Ah, Styx Fountains, das sind Brunnen, an denen man sich wieder heilen kann. Ah. Gut. Ah, Combat. Na dann. So, diabolische Essenz ist eure Hauptressource. Wenn die verloren gegangen ist, dann habt ihr verloren. Essenz kann während Kämpfen verloren werden oder sie kann verwendet werden, um Einfluss auf die Welt der Lebenden auszuüben. Und das ist halt dieser coole Effekt, den ich dann wahrscheinlich hoffentlich gleich sehen werde. Sehen können in Kämpfen oder Events gewonnen werden. Sie können vom Grim Reaper eingetauscht werden, um Fähigkeiten zu bekommen, um die Seltenheit von Fähigkeiten zu hochzuleveln oder um Relikte zu erhalten. Okay, cool. Terror! Je mehr Events und Kämpfe man besteht, desto mehr Furcht verbreitet man praktisch in der Umgebung. Jede Steigerung produziert einen Terror-Effekt auf die Zonen der darauffolgenden Nacht und gibt euch Vorteile. Alle 4 Steigerungen kommt man eine Ebene weiter und erhöht permanent seine Chancen, seltenere Skills zu bekommen. Ja, ich mache ja schon. Ich bin ihm zu langsam, offensichtlich. Ab nach Mannington. Aha. Choose your approach. It will determine which reward you receive at the end of the night. Okay.
Ah, also wenn ich frontal angreifen würde, dann gäbe es in 3 Nächten einen Terror-Effekt. Durch einen Hinterhalt erhalte ich am Ende des Kampfes einen Skill. Und wenn ich im Geheimen angreife, bekomme ich 47 Seelen. Okay. Ich werde ein Skill. So, ich hoffe, ihr hört jetzt nicht die ganze Zeit im Hintergrund, dass mich irgendwelche Typen bei Dingens voll WhatsAppen. Das kann ich jetzt aber schlecht ausschalten. So. Zu Beginn jeder Runde sagen meine Gegner an, welche Aktionen sie machen werden. Ich habe 5 Aktionspunkte, die ich unter meinen Schülern oder meinen Untergebenen praktisch verwenden kann, um diese Angriffe abzuwehren. Sobald das erledigt ist, spielen die Gegner ihren Teil aus und dann beginnt eine neue Runde. So, er möchte angreifen. So, ich wähle Bloody Mary aus und kann jetzt eine von diesen Aktionen hier aussuchen. Offensichtlich ist das hier die Menge an Aktionspunkten, die das verbraucht. Stabbing. Nice. So. Alle Kämpfer haben 2 Leisten von Lebensenergie oder von Energie. Die eine ist physisch und die andere ist geistig. Physischer Schaden reduziert natürlich die HP, während geistiger Schaden die SP senkt, die blaue Leiste. Um einen Gegner zu besiegen, muss ich entweder die Gesundheitspunkte oder die geistigen Punkte auf 0 reduzieren und dann die gleiche Art von Schaden noch ein weiteres Mal hinzufügen, um ihn zu besiegen. Hallo Dracula! Bleeding Heart. So, wenn ich einen Skill benutze, dann verbraucht das halt Ladung und kann nicht verwendet werden, bis er wieder aufgeladen ist. Jeder Schüler besitzt eine Recharge-Aktion, mit der man alle seine Fähigkeiten wieder aufladen kann. Recharge hängt vom Schüler, also variiert von Schüler zu Schüler. Manche haben zum Beispiel Bonuseffekte, die ihre Kosten verändern. So, Recharge. So, jetzt habe ich keine Actionpunkte mehr. Gut. Alter. Er möchte Bloody Mary angreifen. Verstehe. Ah. Jetzt kostet mich die Attacke nur noch einen Punkt offensichtlich. Oh ne, hat sie davor auch. Okay. So, jetzt ist er vulnerable, also angreifbar. So, wenn ein Gegner auf 0 Lebenspunkte oder 0 geistige Punkte reduziert ist, sterben sie noch nicht. Man muss noch einen Todesschlag ausführen mit Schaden auf dieselbe Leiste. Ah, bei unseren, bei den Schülern selber, die können ebenfalls sowas haben, aber sie sterben nicht, wenn sie den Todesstoß bekommen. Stattdessen verbraucht man selber die diabolische Essenz, um sie am Leben zu erhalten, damit sie ihre Mission erfüllen können. Das heißt, wenn einer von denen in dem Punkt ist, dass sie kurz vorm Sterben sind, springt der Teufel praktisch mit seiner eigenen Energie rein. Bleeding Heart! I am pleased with these offerings. Take them! Okay, jede Art von Activity hat seine eigene Reihe von Spezifikationen. Am Ende jedes Kampfes erhält man einen Reward, abhängig von der Wahl am Anfang. Man hat üblicherweise eine Auswahl aus 3 Elementen. Okay. Burst of Anger, Twist of Fate oder Fury Fang. Aha. Das eine ist für Dracula, das andere ist für Bloody Mary. Und
zweimal 5 bis 8 Dingens. Das ist nein. Kostet auch nur 3. Ja, komm. Der Skill kommt an einen offenen Slot. Da. Okay. Jetzt habe ich eine neue Fähigkeit. So, jetzt geht's nach hier weiter zum nächsten Gebiet. Da ist... Manche Zonen haben extra Aktivitäten. Sie sind optional und können durchgeführt werden vor der nächsten Hauptaktivität. Das hier zum Beispiel. Noch ein Kampf. So, wir nehmen noch mehr Skills. Sag das zu Terry. Dann machen wir das doch. Es gibt mehrere Wege, um erlittenen Schaden zu reduzieren. Mit Skills, die den Schaden reduzieren. Oder mit Statusen, Statusen, die eure Schüler vor negativen Effekten schützen. Mary. Mary ist blutdurstig, was vor allen Dingen physische Skills betrifft, die nur die schwächsten Gegner angreifen können. Mary besitzt einen Spiegel, den sie vor sich stellen kann, oder vor den Gegner ihrer Wahl stellen kann, wenn sie sich neu auflädt. Sobald ihr Spiegel dort steht, werden alle Skills, die sie spielt, die sie ausspielt, auch nochmal auf den Gegner übertragen. Wo ist der Spiegel? Da, Cursed Mirror. Nehmen wir mal den hier. Jetzt steht der Spiegel da. Cool, jetzt nehme ich Twist of Fate. Und auch ihn hier. Und jetzt nehme ich Stabbing. Und wähle wieder ihn. Aha! Das heißt, jetzt hat er einmal von mir und vom Spiegel diesen Schaden bekommen. Warum musste ich jetzt meinen Schaden reduzieren? Was soll das? Naja, egal. Der kopflose Reiter. Der hält einiges aus und kann auch einiges austeilen. Er kriegt Schadensreduktion und, kann die Leute provozieren. Wenn er Schaden erleidet, dann steigt seine Bitterness, also seine Wut praktisch. Bei Maximum kann er extrem mächtige Skills ausführen. So, was ist En Garde? Da, En Garde. Eine Provokation auf sich selbst und eine Hülle. Okay. Hunger. So, bestimmte Effekte können Status-Effekte hervorrufen. Diese können eine Nummer von Ladungen haben oder Andauer an Zügen. Hier jetzt steht eine 4 irgendwas. Man verliert dann jeweils eine Ladung pro Zug, also pro Aktion, wo sie getriggert wird. Wenn sie eine Dauer haben, dann können sie mehrfach durchgezogen werden, solange sie aktiv sind. Es gibt 6 Statustypen. Enhancement, Protection, Cure, Maneuver, Control und Weakness. So, der hier hat jetzt also Protection, Maneuver und... Keine Ahnung. So, wenn noch ein... Also, man kann immer nur einen Status... Effekt gleichzeitig von derselben Sorte haben. Wenn man einen zweiten Status-Effekt der gleichen Sorte dazufügt, dann überschreibt diese den ersten. Wenn es der gleiche ist, dann verlängert sich die Dauer oder die Anzahl an Ladungen erhöht sich. Das ist ja schön. So, Slash.
Bleeding will kill the enemy. Okay, cool. Das ist natürlich geil. Er wird durch Bluten sterben. Oh. Aegis. Schön Schild auf sich gesetzt. Dracula ist ein Anführer der Menschen und war einmal ein blutdürstiger Krieger. Er hat sein langes Leben durch extreme. Also dadurch verdient, dass er extrem vorsichtig war in besonders tödlichen Situationen. Ah. Wenn er Angreifer ist, also vulnerable, verletzlich, dann erwacht der Krieger in ihm und manche seiner Fähigkeiten werden extrem mächtig. Blutlust zum Beispiel. Dadurch kann man sich heilen. Na klar, Vampir halt, ne? So, plus Sharpening. Er macht noch mehr Schaden, weil... Nochmal? Aha, jetzt gehe ich in den Devil-Modus. Let's get down to business. Aha. Den Teufel halten die normalen Regeln der Menschen, der Sterblichen, nicht zurück. Er kann cheaten. Damit kann man die Lebenspunkte und spirituellen Punkte wieder verbessern, Fähigkeiten aufladen, Status herumschieben. Und die einzige Beschränkung zu seinen Fähigkeiten sind die Kosten seiner diabolischen Essenz. So, ich kann praktisch mit ihm Status herumschieben. Ich ziehe also praktisch den Status von einem Kämpfer unter seinen HP und SP zu einem anderen Kämpfer. So, das heißt, ich nehme den Märtyrer-Status. Ah, ziehen wir einfach mal rüber zu Dracula. Nice. Und diese Lebenspunkte ziehe ich mal auf null runter. Hier oben seht ihr dann oben links in der Ecke, dass es mich 10 Punkte oder so kostet. Vielleicht, also ein bisschen halt. Ja, 5 und 5, genau. Oh, sie ist auf einmal verletzlich. Und er hat seinen Märtyrerstatus verloren. Was bringt mir das? Ah. Gibt mir ein Schild von 6. So, und jetzt kann ich mir Bleeding Heart auswählen und diesen Gegner angreifen. Sie stirbt, ich heile mich. Herrlich. Und er hat immer noch kein Schild. So, wenn ein Schüler verletzlich ist und kurz vorm Schaden ist, dann schützt der Teufel ihn praktisch mit seiner diabolischen Essenz um den Preis des Schadens. Also es ist wie praktisch der Lebenspool des Teufels, der dann angegriffen wird. Wenn der Schüler nicht verletzlich ist und mehr Schaden bekommen würde, als er tragen kann, dann wird der Überfluss nicht übertragen. Aber ein Angriff, der mehrfach zuschlägt, zählt als viele Angreife und deswegen kann man dadurch einfach relativ schnell sterben. So. Was hat sie hier? Na komm. Sehr schön. Und er stirbt jetzt durch sein Blut wieder. Sehr schön. Blut.
Sehr schön. Take everything you can. So, Skills haben drei unterschiedliche Seltenheitsstufen. Normal, schräg oder dämonisch. Wicked ist, glaube ich, sowas wie verrückt oder verflucht oder irgendwie sowas. Wenn man einen Skill zum dritten Mal bekommt, dann verschmelzen diese drei zusammen und formen einen Skill mit der nächsthöheren Stufe. Danach findet man einen Skill mit einer höheren Seltenheitsstufe für dieselbe für denselben Schüler. So, dann kann ich mir jetzt wieder eine Fähigkeit auswählen. Damit würde ich jetzt praktisch diesen Skill hier auf die nächste Stufe verbessern. Statt 12 bis 17 Schaden, 17 bis 25 Schaden. Das ist nicht schlecht. Da hinein, bitte. Nice. Choose quickly. Evil will not spread by itself. Faint. Aha. Ah, damit wird so cool. Damit kann man automatisch auswählen, welche Art von Schaden man macht, je nachdem, worin der Gegner schwächer ist. Cool. Thrust. Ja, komm, nimm die Finte. So, jetzt kann ich hier hin und mich heilen. Observe, aha. Die Wasser des Sticks blubbern in der Form einer Fontäne, eines Brunnens an bestimmten Punkten überall auf der Welt. Du kannst das Wasser verwenden, um deine diabolische Essenz zu regenerieren oder negative Effekte von deinen Schülern zu entfernen. Man kann nur einmal Energie von dieser Quelle beziehen. Die Schüler sammeln sich um den Altar und erwarten deine Anweisung. The waters of the sticks offer invincibility. I need more. So, damit kann ich meine Essenz wieder heilen. Sehr schön. Nice. Auf zur nächsten Zone. Many humans lie dead among the roots of these trees. I quite like this place. Natürlich gefällt ihm das, wenn viele Tote zwischen den Bäumen liegen. Der ausgewählte Schüler wird die sozialen Tests durchführen und zum Schluss eine Belohnung bekommen. Ich wähle den hier. Ah, hier steht, was er dann bekommen wird für eine Dingens. Deine Schüler stolpern über einen jungen Mann, der auf ein Strohtarget mit einer Armbrust schießt. Er ist erschrocken, als er euch sieht und zielt in eure Richtung. Apprentice Demon Hunter, okay. Du bist... Ich erkenne dich! Mein Meister hat mir über dich erzählt. Du bist einer der Botschafter des Teufels. Ich werde dich niederstrecken und eine Legende meiner Zeitlinie werden. Ich werde der größte Dämonenjäger ever. Trotz seines Angebens kann der Junge kaum sein Zittern
verstecken. Man könnte ja fast Mitleid mit ihm haben, aber seine Naivität nervt euch. Es muss einen Weg geben, ihn zu eurem Vorteil zu nutzen. So, dann kann man sich die Szene wieder anschauen. Der Junge scheint von sich selbst ja schon, sich selbst als den neuen Van Helsing zu sehen. Auch wenn er bis gerade eben noch niemals das Böse jemals gesehen hat. Die Zeit ist reif, um ihn ein bisschen die Geheimnisse des Horrors erkennen zu lassen. So. Erstes interaktive Element. Während sich die Geschichte entwickelt, muss man Auswahl treffen, die den die Story-Fortschritt erhält. Verändert und die Boni, die man bekommt, verändert. Bestimmte Aktionen wie soziale Tests hängen von den Charakteristika eures Schülers ab. Die Aktionen, die einen Test benötigen, haben ein größeres Potenzial, aber solange man nicht cheatet, ist die Chance groß, dass man sie fehlschlägt. So, mit damit, also ich könnte den Jungen einfach umbringen, ich könnte ihn gegen die Dämonenjäger stellen oder ich könnte ihn einschüchtern. Das wäre mit einer 80%igen Erfolgschance, das wäre eine 60%ige Erfolgschance, das klappt auf jeden Fall. So, hier sieht man dann praktisch, welche Fähigkeiten die jeweiligen Personen brauchen. So, aber wir gehen jetzt einfach mal dahin und machen dem Jungen noch ein bisschen mehr Angst. Okay. So, und dann wählen wir das mal aus. Buh. Der kopflose Reiter kriecht sich in den Verstand des Schülers und lässt seine schlimmsten Albträume wahr werden. Schattenhafte Kreaturen kriechen aus dem Grund um ihn herum und überall über seine Haut. Alles funktioniert. Alles ist erlaubt, wenn es darum geht, meine Mission zu erfüllen. Sogar Magie. Bloody Mary. Mehr, ich will mehr davon sehen. Es ist die Pflicht eines Soldaten, alle Waffen in seinem Arsenal zu meistern. So, damit hat er jetzt Sinister erhalten. Das heißt, er kriegt plus 1 auf Scare und plus 3 Lebenspunkte. Das ist doch cool. Sie erhält plus 2 auf Okkultismus, plus 6 Lebenspunkte und plus 6 Spiritpunkte. Ist doch nett. Außerdem erhält er auch noch Connoisseur. Plus 2 auf Okkultismus und plus 3 Spiritpunkte. So. Die Schüler reagieren manchmal nach sozialen Tests. Abhängig von ihrer Stimmung kann er mal mehr oder mal weniger positiv darauf reagieren. Eine Reaktion kann entweder kann sich entweder nur um den Schüler handeln, der den Test gemacht hat, oder eine Unterhaltung zwischen mehreren Mitgliedern sein. So, Reaktionen generieren mindestens einen Bonus für mindestens einen der Teilnehmer, entweder positiv oder negativ, abhängig von der Reaktion. Vor Angst erfüllt versucht der junge Schüler sie umzubringen. Aber sie sind nur Illusionen und er kann sie nicht einmal berühren. Zu guter Letzt fällt er vor eurem Schüler auf die Knie. Habt Gnade! Lasst sie aufhören! Ich mache, was immer ihr wollt! Er ist an eurer... Er ist eurer Gnade ausgeliefert. Was sollen wir mit ihm tun? Ihn losschicken, um seine Albträume mit anderen Menschen zu teilen oder ihn dazu zu zwingen, die anderen Dämonenjäger zu verraten. Aber gerne doch. Der kopflose Reiter erläutert ihm, dass der einzige Weg, diese Kreaturen verschwinden zu lassen, darin besteht, die anderen Dämonenjäger zu töten, die er kennt.
ohne mit einer Sekunde zu zögern, stürmt der Apprentice, also der Schüler los in die nahegelegene Zuflucht der Dämonenjäger. Es dauert nicht lange, bevor die Seelen der Verfluchten sich zu euch gesellen. Finally, fresh souls to torment. Das ist doch nett. Dadurch haben wir jetzt 300 Seelen erhalten. Das ist praktisch die Währung, mit der man sich Skills und Relikte kaufen kann. Okay. Pain Master, noch mehr. Plus 1 Ruse, was auch immer Ruse ist. Ich glaube, es ist irgendwie sowas wie verwirrend oder so. Physical Damage und Spiritual Damage, sehr schön. So, Traits sind permanent, beeinflussen die sozialen und Kampfcharakteristika des Schülers, der sie erhält. Euer Schüler kann auch negative Traits erhalten, wenn er diese Social Tests nicht schafft, oder negative Reaktionen während Events zeigen. Diese negativen Effekte kann man durch den Brunnen des Sticks wieder reinigen. So, was soll ich jetzt mit dem Spellbook? Die Hauptseite des Spellbooks zeigt den gegenwärtigen Zustand eurer Schüler, inklusive der Skills, Kampf- und sozialen Charakteristika, Traits und Relikte. Der Teufel. Auf der zweiten Seite zeigt euch das Buch die Relikte, die ihr besitzt, die nicht einem bestimmten Schüler zugewiesen sind, und Details zu euren dämonischen Fähigkeiten. Aha. Also meine Fähigkeiten sind 4 Lebenspunkte hinzufügen oder abziehen, kosten jeweils 1. Genauso für SP. Man kann den Vulnerability-Status eines Kämpfers entfernen. Man kann einen Status besiegen. Man kann einen Skill wieder aufladen. 30% Chance für den Erfolg eines Social Tests hinzufügen für jeweils 5 Punkte. Ein Portal erstellen. I don't send you back to hell and choose new disciples. Jetzt seid aber nicht so ungeduldig. So, man kann ein Portal erstellen, ja. Oder eine Sekundäraktivität mit einer anderen austauschen. Verstehe. Ab in die nächste Zone. Grim Reaper. Hier muss ich also handeln. You shall not leave until all the mortals in this region have bowed down before me. Ja, ist in Ordnung. Launch. An einer geheimen Treffplatz, versteckt vor den Sterblichen, trifft sich euer Schüler mit dem Grim Reaper. Zeit für ein bisschen Business. Viele Augen beobachten euch unterhalb der Kapuze des Grim Reapers. Ihr habt keine Ahnung, was er mit all den Seelen macht, die ihr sammelt. Aber solange er die Deals respektiert, die ihr mit ihm macht, ist euch das auch egal. Ah, a conductor of souls. All those innocent souls I harvested will finally be of use. So. Hier sehe ich, wie viele Seelen ich habe. 340, gut. Ich soll mir eine Fähigkeit kaufen. Das sind Relikte, das sind Fähigkeiten. Ah, damit kann ich den Skill verbessern offensichtlich, gut. Bleeding Heart kann ich doch jetzt verbessern dann, oder? Genau, damit habe ich dann 3. 8 bis 15 Schaden, sehr schön. Dahin. I am pleased with these. Und dadurch habe ich einen neuen Skill bekommen. 2 Exhaustion auf den
Gegner anwenden offensichtlich. Reduziert die Hälfte allen Schadens praktisch, okay. Oder Fury macht ordentlich Schaden, oder was ist das hier? Animal Instincts, okay. 3 Sharpening. Recharge 2 random skills, okay. Na komm, nehmen wir die. So, dann kaufen wir noch ein Relikt. Was ist das hier? Automatisch, der Träger beginnt den Kampf mit 2 Haste, also ist wahrscheinlich schneller. Und Haste regeneriert automatisch den verwendeten Skill. Das ist cool. Alle deine Schüler erhalten +2 in ihren sozialen Charakteristika oder +1 maximale. Ein weiterer Angriffspunkt. Dann habe ich 6 statt 5. Dafür erhält der Träger doppelten Schaden. Das ist scheiße. Muss ich das jetzt kaufen? Scheinbar. Wieso kriegt das jetzt Bloody Mary? Man kriegt auf anscheinend am besten die besten Relikte, indem man Elite-Gegner besiegt. Eine Methode, die Seltenheit eines Skills zu verbessern, ist, sie dem Grim Reaper zu überlassen. Der Skill, den du überlässt, wird nicht mehr im Inventar des Schülers sein, aber ihr könnt eine Erinnerung des Skills neben der Minimap finden. Der Grim Reaper wird den aufgeladenen, also den verbesserten Skill, euch am Beginn eures nächsten Besuches zurückgeben. Welchen Skill soll ich upgraden? Den hier offensichtlich. Upgrade a Skill. Ist irgendwas Spannendes? Der greift gleich alle Gegner an. Komm. Super. Jetzt sehe ich hier, dass das hier praktisch beim Grim Reaper ist. Gut. Wenn ich ihn das nächste Mal finde, dann... So, wo bin ich jetzt? Genau. Mir gefallen die Gebiete irgendwie. Ich mag das, die Atmosphäre hier. Sanctuary. My disciples enter the Sanctuary Lumen's Sanctuary and determine that it has well and truly replaced the old religions. Priest and warrior monks train to fight the creatures of the night. Vampires and werewolves rot in silver cages. My disciples swoop upon this new enemy, and soon lifeless bodies litter the sanctuary's floor. A handful of survivors are charged with spreading the word of my return. We then leave for the last known bastion of Van Helsing. Also, wir räumen dann mal kurz in dieser Zuflucht auf und sorgen dafür, dass ein paar der Überlebenden noch, in Panik die frohe Kunde verbreiten. Herrlich. Jetzt kann ich auswählen, ob ich nach links oder nach rechts gehe. Hier geht die Story weiter. Da ist ein Kampf und da ist ein Kampf.
Was ist das hier? Da ist der Grim Reaper wieder. Aha, also ich kann jetzt praktisch hier lang gehen und da zum Grim Reaper oder ich gehe über den Kampf und zum Grim Reaper. Aber das ist wieder einer von diesen Events. Okay, cool. Ich bin fürs Kämpfen. Komm. Ah, das ist wohl schwer. Time is counted. Humanity is rising against you. Aha. In dieser Zone angekommen, hat einer meiner Schüler einen zufälligen negativen Status erhalten. Toll. Okay. That shack looks like it's about to collapse. Maybe I should blow on it. Karte öffnen. Aha, Devil Mode aktivieren. I don't like this situation. Let's change it. Choose the zone to which you want to create an access portal. Ich möchte nach da. Das kostet mich 6 Punkte. The dice were loaded from the start. So, jetzt bin ich, statt hier bin ich jetzt da. Aha. Ah, ich muss jetzt trotzdem den Kampf machen, oder was? Scheint so. Cool. 2 Skills gleich. Ich brauch mal Terror. Ah. In 3 Nächten gibt es dann praktisch 2 Terror oder irgendwie so. Das ist dann praktisch 1, 2, 3 da oben dann erst. Okay. Lohnt sich jetzt nicht. Dann nimm Skills. None must escape. Niemand darf entkommen. Also nur der eine, wie süß. Er will den hier angreifen, natürlich. Who should I kill? Der hat doch ordentlich Schaden gemacht. Na, das hat sich doch gelohnt. So. Who should I kill? Hat es irgendwas mit doppeltem Schaden? Ja, es reicht noch nicht, aber. Ach, müsste klappen. Moment mal, einmal den Spiegel hier. Und jetzt. Zack. Und der Kill. Perfekt. Take everything you can. So, dann nehmen wir mal, was wir kriegen können. Stabbing kann ich aufwerten. Nice. bis 21 Schaden, das ist schön. Dahin bitte. With that, the humans will finally submit to my yoke. Eeny, meeny, miny, moe.
Ah, wenn man diesen wenn man diese Fähigkeit verwendet, Conclusion, dann beendet das den Zug, okay. 12 bis 18 Lebenspunkte klauen oder SP klauen, das ist nice. 13 bis 19 SP-Schaden und 4 Depression. Boah, Depression ist ja mies. Clumsiness. Minus 10 HP inflicted by this. Alles schon ziemlich derbe. Nehmen wir den hier. Komm, da. So. So, das habe ich erledigt. Jetzt kann ich durch das Portal gehen. Aber eigentlich will ich jetzt im Grim Reaper. Ich gehe zum Grim Reaper. Mir doch egal. I'm surprised any humans were able to survive the fetid vapors of this swamp. Ein weiterer negativer Effekt für mich. I didn't expect that. Ah, die Lebenspunkte von Dracula wurden offensichtlich heruntergedingst. Ah, eine Extraaktivität. Ich probiere es mal mit ihm hier. Als wir den Ritualzirkel betreten, bemerkt der Schüler etwas Seltsames. Einen großen Haufen an Leichen. Je näher wir kommen, als wir näher kommen, ruft der Totengräber nach euch. Wenn ihr hier noch eine weitere Leiche hinlegen wollt, dann geht direkt wieder zurück und packt sie in das Massengrab. Mit dieser verdammten weißen Plage oder weiße Pest, die hier herumwütet, habe ich keinen Platz mehr für neue Bürger. Und das Schlimmste ist, dass all diese pestinfizierten Körper nicht verrotten. Da muss irgendeine dunkle Magie am Werk sein. Da bin ich mir sicher. Was gäbe ich nicht alles dafür, um diese Körper loszuwerden? Der Gravedigger macht keine Scherze, wenn er sagt, dass der Friedhof voll ist. Es gibt mehr Grabsteine als Bäume im Wald und die Gräber sind so voll, dass dass unter jedem ein Haufen stapelt. Der Haufen an Leichen umfasst Männer und Frauen, jung und alt. Es scheint, dass die Epidemie niemanden verschont. Sind alle weiß wie Geister, als wenn sie komplett aus ihrem Blut leer gesaugt wurden. Deswegen heißt sie auch Weiße Plage. Cool. Der Gravedigger schaut euren Schüler nervös an. Alles hat gleiche Chancen. Wir schauen uns mal eine Leiche genauer an. Der Gravedigger hat nicht gelogen. Die Körper sehen so frisch aus wie an dem Tag, an dem sie gestorben sind. Unbekannte Magie scheint unter ihrer Haut zu sein. Ihr solltet in der Lage sein, diese zu extrahieren. Dracula erwartet eure Anweisung. Man könnte einen Talisman erstellen, das ist aber schwer. Das würde mich eine ganze Menge Energie kosten. Wir absorbieren einfach die Magie. Komm. Dracula lehnt sich über den Körper und absorbiert die Magie. Eine Macht fließt durch ihn. Aber er fühlt auch ein seltsame brennendes Gefühl. Es ist heilige Magie. Die gesamte Magie auf sich zu ziehen, würde ihm eine ganze Menge Macht geben, aber er würde einen großen Preis dafür bezahlen. Komm, mach schon. Das brennende Gefühl steigt zu unaushaltbaren Schmerzen an.
aber Dracula absorbiert jedes letzte bisschen dieser heiligen Magie. Von Macht und Schmerz übermannt entlädt sich der Schüler gegen den Totengräber, der vor Angst paralysiert ist. Als sie den Friedhof verlassen, liegt dort ein weiterer Leichnam auf dem Haufen. Simple mortal trinkets. You'd better find a use for them. Okay. Unleash the beast. Bloodlust oder Fury? So, habe ich 12 weitere spirituelle Punkte bekommen und 2 Okkultismus. Cool. Hat sich doch gelohnt. Kann man eigentlich wieder zurückgehen? Ah ne, jetzt wollte ich erstmal zum Grim Reaper, genau. Wunderbar. So, jetzt ist Burst of Anger besser. With that, the humans will finally submit to my yoke. Das ist doch nice. The conductor of souls finally deigns to show himself. Don't make him wait. Jedes Mal, wenn ich eine Fähigkeit opfere, erhalte ich 80 Seelen. Für jeden negativen Trait, den ich reinige, erhalte ich einen Skill. Das ist auch nicht schlecht. Komm, nehmen wir den nochmal. Kein Platz mehr. Ja, komm. Super, das reicht mir erstmal. Dankeschön. Auf in den nächsten Kampf. Hier noch irgendwas Schönes zu entdecken? Nein. I heard you. You called me 3 times. Angreifen und Schwächen. Angreifen und Schwächen. Was ist Mental Barrier? Ah. Schützt sich gegen SP-Schaden. Okay. Und schützt sich gegen HP. So, hier mal weg. Das kommt dann hier hin. Dankeschön. My power is absolute. Aber er wird ja gar nicht angegriffen, sondern sie. Aber scheißegal, komm. Oh, haut der rein, ey. Halleluja. Your head is mine.
Na komm schon, Mary, mach sie kalt. Those who do not submit must die. I am pleased with these offerings. Take them. Mirror Blade, eeny, meeny, miny, mo. Oder Secret Boot. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt hier nochmal zu einem Brunnen. Hillocks and fields as far as the eye can see. This scene lacks chaos. So, hier ist nichts weiter zu finden. Also, gehen wir da ein. So. With the putrid corpses that crowd its waters. So, wir heilen nochmal den hier, weil jetzt kommt es zum Bosskampf. The final combat. Ihr habt den Boss dieses Buches erreicht. Alles, was ihr machen müsst, ist ihn zu besiegen. So wie rote Faden wird es niemals, gibt es hier niemals zusätzliche Aktivitäten in dieser Zone. Ein Buch wird immer mit einem Endkampf enden und jedes Buch hat seinen eigenen Boss. Cool. I guide my disciples to Van Helsing's lair. He is there, surrounded by his men. He is waiting for us. The news of my return does not seem to have shaken him. And so battle is engaged. So, dann wollen wir mal gegen Van Helsing kämpfen. Der hat offensichtlich keine Angst, dass ich komme. Van Helsing, finally we meet again. Prepare to suffer an eternity of torment, mortal. Alter, macht der Schaden. Auf alle gleichzeitig. Hallo? Und 9999 Leben, okay, das ist ein Bosskampf, der offensichtlich nicht machbar ist. Herrlich. Wollt ihr mich verarschen? Ich hasse sowas. What game are we playing? Das war stehlen. Komm, wir hauen auch mal ein bisschen auf die Kacke hier. Ich hatte eigentlich die andere angeklickt, aber egal. Naja, gut. Was zur Hölle? What game are we playing? I'm going to not only you, the most superb Scheiße. My disciples are defeated. Van Helsing brushed them aside with the swipe of a hand. What a humiliation. The growing influence of the Sanctuary Lumen has sapped my strength. I order my disciples to retreat towards a location from where we shall launch a different kind of attack. Also wir ziehen uns zurück. Defeat. Chapter reached 3. 11 Nächte insgesamt. Midnight Kiss. Interesting. Aha, the unlocked skills and relics will appear in the following books. Ah, also in den weiteren Büchern, die man jetzt spielt, kann man auch diese Fähigkeit haben. Mitternachtskuss.
3x 5 bis 8 SP Schaden. Okay. Und der Skill füllt sich automatisch wieder nach, wenn man ihn auf die höchste Stufe kriegt oder so. Zurück. Nice. So, wenn ich jetzt weitermachen würde, würde ich wahrscheinlich jetzt das neue Buch öffnen, wieder eine neue Geschichte anfangen, die Story würde ein bisschen weitergehen oder irgendwie was in diese Richtung. Sehr spannend auf jeden Fall, macht eine Menge Spaß. Hier kann ich mir die drei... I don't have many disciples left to send to the surface. Drei Leute noch angucken, gut. I don't have many disciples left to send to the surface. My influence is a mere shadow of what it was before. Hier kann man offensichtlich 2, 4, 5, 6 weitere Charaktere freischalten. Jeweils mit der Geschichte. Hier kann man die ganzen Fähigkeiten, die sie bekommen kann, sehen und welche Relikte sie ihr gehören. Pocket Mirror, auch nicht schlecht. Sehr interessant. So wie gesagt, das Spiel würde jetzt wieder von vorne losgehen, mit den Charakteren wieder da, wo wir sind. Bis auf, dass man jetzt eben eine weitere Fähigkeit offensichtlich freigeschaltet hat. Gefällt mir sehr gut. Wird dann irgendwann in diesem Jahr noch erscheinen für Steam, für die Nintendo Switch und ich glaube auch noch für die anderen Konsolen. Was haltet ihr von dem Spiel? Wie findet ihr das soweit? Ich habe mir zwar jetzt mächtig den Mund fusselig geredet, aber das muss wohl so sein. Aber die Chance, das mal auszuprobieren, wollte ich mir nicht entgehen lassen, wenn ich auch gerade schon Beta-Key bekommen habe. Warum nicht? So. Leider ist die Zeit gleich rum. Deswegen machen wir jetzt hier auch Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, lasst einen netten Kommentar da, lasst ein Abo da, drückt auf die Glocke, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn euch der Kanal hier gefällt, dann unterstützt mich doch, indem ihr mir einen Kaffee spendiert. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.